Lange habe ich kein Overwatch 2 mehr gestreamt, gespielt schon, aber nicht aufgezeichnet und auch nicht live gewesen, weil so ein bisschen den Battle Pass freispielen kann ich auch auf Stream machen. Das ist jetzt nicht so berauschend. Aber bevor wir noch einen kleinen Hogwarts machen, dachte ich mir, komm, kannst du es auf Stream und lässt mal wieder die Aufnahme laufen. So, hallo zusammen, mein Name ist Fitz Fuchs und muss ein Teammitglied begrüßen und ich muss den Ton noch lauter machen. Ja, der ist nämlich noch ein bisschen leise, aber wenn ich Offstream spiele, dann mache ich den Ton leiser und guck dann eine Serie oder so. Ja. Das ist auch ganz entspannend, in Anführungszeichen, weil in letzter Zeit habe ich mich ja so ein klein bisschen, es ist mein Hobby hier, aber ich arbeite den ganzen Tag mit Computern und mit Kunden und wenn man dann nach Hause kommt und macht, sitze ich direkt wieder an die Kiste und streamt dann und das ist natürlich auch Spaß und Hobby, aber es ist auch ein bisschen mit anstrengend. Und das hat mich ein bisschen genervt in letzter Zeit, unter anderem, weil ich dann schnell Overwatch machen wollte und dann direkt Hogwarts und los, zocken. Ja, kann man machen, aber es ist dann halt auch ein bisschen nervig und anstrengend. Und das ist hier mein Hobby. Wenn es mir halt dann keinen Spaß mehr macht, dann schränke ich es ein. Ja? Und dann habe ich gemerkt, dass so ein bisschen Real Life auf der Strecke bleibt. Ganz klar. Das habe ich umgestellt jetzt die letzten paar Tage. Das ist ganz angenehm. Finde ich. Für mich. Ja. Und dann kann man auch mal, dann ist man auch nicht so gestresst, wenn man ein bisschen Overwatch Offstream macht, lässt noch eine Serie gucken, die man gucken wollte. Und macht dann so und spielt dann so ein bisschen diese 3-4 Spiele runter. Macht dann noch ein bisschen Real-Life-Sachen, kümmert sich um andere Dinge, die sonst auf der Strecke bleiben. Und dann fängt man erst ein bisschen Overwatch Stream und dann ist der Tag auch wieder rum, ne? Also. Deswegen. So extrem reinhasseln. Wozu? Ja. Kommt auch mal wieder eine Phase, aber muss jetzt nicht sein. Na, wer hat denn der erst hingeschickt? Problem ist, wir sind nur noch 3. Ich verstehe das übrigens gerade nicht. Wir sind 3 und die sind 4 oder 5. Haben es gerade nicht geschafft, uns zu killen. Die hätten auf mich gehen müssen. Die haben sich lieber in Battle geliefert mit der Widow da oben. Ignoriert den Heiler, immer gut. Finde ich gut. Da kann ich dich nicht heilen. Viel Glück gehabt. Ja, sie ignorieren mich, das ist gut. Ist natürlich auch meine Aufgabe, sich richtig hinzustellen. Oh, ich muss noch jemandem Hallo sagen. Aber ich weiß nicht, ob ich dem Supporter Hallo sagen muss. Moira habe ich auch Hallo gesagt. Okay, ich hab eigentlich jetzt einen Damage-Stealer, einen Tank und einem Heiler Hallo gesagt. Oh,
Wo ist er hin? Da. Oh, das war fies. Kurze Ulti. Ja, da haben doch schon welche gelieft. Nee. Hm. So, mit der Maus weg. Nicht, dass ich die auch noch wieder abbreche. Habe ich gar keinen Bock drauf. Seconds remaining. Oh, treffe ich den? Ah, schade. Oh, das könnten sie jetzt packen. Nein! Das Wegblicken hat mir geholfen. Dann konnten sie mich nicht killen. Ja, gutes Team. Sehr gutes Team. Die zwei... Jetzt habe ich den anerkannt. Fuck, ich wollte eigentlich die anerkennen, die nicht OP sind. Egal. Ich meine, auch die OP-Helden muss man spielen können. Ne? Ist klar. Jo, sag ein Hallo, wir haben einen Sieg. Und jetzt, ah, das schaffen wir nicht. Doch! Ziele 15 Eliminierung mit mindestens 15 Meter Entfernung. Ah, schwierig. Verteidigen oder angreifen? Ich greife das so ungern an, Junkertown. Ungern, ungern, ungern. Einfach nur ungern, wenn ihr mal rein hat. Ich muss hier nochmal meckern übrigens. Das werde ich bestimmt ein paar Mal noch erzählen, aber jetzt speziell im Overwatch. Ich hatte mir ja ein WoW-Pulli bestellt für Allianz. Einen, den ich auch benutzt habe. Zwei Hoodies für Overwatch und ein T-Shirt für Overwatch. Und das T-Shirt und der zweite Hoodie, der weiße Hoodie und das Kiriko-T-Shirt haben, ich glaube, 2 Monate länger gebraucht wie der Rest. Und ich habe das schon im Dezember oder im November habe ich den schon gemailt. Leute, gebt mir bitte mal Geld zurück, ich will das nicht mehr. Das dauert mir jetzt zu lange, der hier reicht mir. Ne? Das haben die alles in Häppchen geliefert. Das hat mich sehr, sehr geärgert, dass es so lange gedauert hat. Dann habe ich denen eine Mail geschrieben und habe gemeint, muss das Schaf erst noch geboren werden, dass es die Wolle wachsen lassen kann, dass es irgendwann geschoren wird für meinen Pulli. Also mich hat das echt genervt. Und das haben die komplett ignoriert. Und dann haben sie mir einfach die Ware zugeschickt. So frei nach dem Motto, der wird es dann schon nehmen, wenn es da ist. Und sie hätten mich fast gekriegt. Weil dann haben sie es mir verschickt, haben sie mir geschickt, dann habe ich gedacht, jo, komm, guck es mir halt an, wenn es da ist. Ich kann es jetzt eh nicht mehr aufhalten, ne? Aber als es dann wirklich da war, ist der Dickkopf in mir rausgekommen. Scheiße. Da ist der Dickkopf rausgekommen. Da habe ich gesagt, Leute, nein. Könnt ihr vergessen? Ich möchte das nicht. Und dann habe ich halt auch wirklich den gemailt und gesagt, Leute, ich will jetzt von euch ein kostenloses Retour-Label haben. Ich sehe das nicht ein. Ja, wie mir das einfallen würde, ich müsste das zurückschicken, dann bezahlen. Da habe ich gemeint, nee, Leute, ich habe euch die Ticketnummer aufgemacht, dass ich das gar nicht mehr haben will. Da haben sie das System nachgeguckt. Scheiße, das Ticket gab es wirklich. Das haben sie entweder übersehen oder ignoriert. Und dann bekam ich auch das Retour-Label. So, und dann wurde das zurückgeschickt. Und dann habe ich nochmal über 1,5 Monate gewartet. Keiner hat sich gemeldet. Da habe ich gefragt, wann kriege ich mein Geld wieder? Ach ja, ist schon längst angekommen. Da wollten sie nochmal eine Begründung haben, was ich denen zurückgeschickt habe. Habe ich denen nochmal geschrieben, was ich zurückgeschickt habe, und dass ich das nicht mehr will.
Und dann, zwei Wochen später, kam das Geld. Asozial und frech. Sorry, aber ich bin richtig enttäuscht von diesem Shop. Wenn man was bestellt und es ist lieferbar und es ist direkt da, da können die nicht viel falsch machen, dann schicken sie es einfach raus. Aber wenn man eine Retour hat bei diesem Blizzard Gear Store, da wirst du einfach nur verarscht. Man muss halt auch dazu sagen, das ist nicht Blizzard direkt, das ist outgesourced bei irgendeinem Händler, ne? Interessiert mich trotzdem nicht. Schade, hat dein Schild gehabt. Aua, aua, aua. Ne? Wie gesagt, es ist egal, bei welchem Shop ich auch irgendwas kaufe, kleidungstechnisch oder so. Wenn ich etwas bestelle und die haben die Policy, dass ich die Rücksendung bezahlen muss, wenn es mir nicht gefällt, dann ist das okay, dann lasse ich mich darauf im Vorfeld selbst drauf ein. Aber wenn ich etwas bestelle und sie liefern es mir Ewigkeiten nicht und dann kommt so eine miese Taktik. Nee. Hä? Schild blockt das nicht oder was? Ah. Aber ich habe ja nach vielen Meckern und vielen Mails schreiben und so, habe ich das ja zurückbekommen mit dem Retour-Label und habe auch mein Geld wieder. Ich hätte mir halt nur gewünscht, dass es kundenfreundlicher wäre, weil so war das so kundenunfreundlich, dass ich erstmal keinen Bock auf den Store habe. Dann warte ich halt, bis Blizzard einmal im Jahr auf die Gamescom kommt und hol mir da was, wenn mir was gefällt. Aber online, das war ein Reinfall. Zweimal jetzt reingefallen, wenn man so will. Die WoW Collectors Edition, die sie beschissen verpackt haben. Ha, wir retten uns. Es war nur... Naja, ein Tod, den man nicht hätte den Ulti verschwenden müssen, aber egal. Ja, der Reinhard hat halt einen geilen Heiler. Ich nicht. Ich könnte auch so eine Mercy gebrauchen, die mich durchhält. Das wäre ganz nice. Hat schon wieder sein Ulti ready, der Sack, ey. Nein, die machen es uns echt schwer. Die machen es uns echt schwer, aber ich mag die Map auch nicht zum Angreifen. Weiß nicht, ich finde die ist einfach nicht gut gebalanced. Also man merkt, dass die Mercy und der zusammenspielen, wahrscheinlich ein Team sind, Freund oder Freundin, Kumpel, Kumpeline, was auch immer, ne? Oder zwei Kumpels, zwei Freundinnen, wie auch immer. Weil sonst hätte die jetzt nicht versucht, den unbedingt wiederzubeleben, was völlig idiotisch war. Dadurch können wir, also was jetzt gut ist für uns, weil dadurch können wir weiter pushen. Weil sie hätte sich lieber als Mercy zurückziehen sollen, hätte den anderen heilen sollen. Und auf ihren Best Buddy verzichten. Okay, Leute. Ich habe doch gerade so viele abgehalten. Warum habt ihr nicht weitergepusht in der Zeit? Das war eigentlich doch super Voraussetzung. No one can hide from my sight.
Okay. Also, es gibt immer noch diese drei Kritikpunkte, die ich in Overwatch 2 habe. Erstens mal, macht doch bitte wieder alle Maps rein in den Pool und schmeißt die nicht jedes Mal bei jeder Season die eine raus, die andere wieder rein. Das zweite ist Balancing, 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 Balancing. Und das dritte sind die überteuerten Skins im Shop. Das sind alles Punkte, die einfach zu beheben wären. Bei den Skins im Shop den Preis anpassen. Bei dem Balancing einfach mal was balancen und die Maps einfach alle wieder in den Pool packen. Wo liegt das Problem? Ja, es geht auch keiner auf die Mercy, das ist halt das Ding. Es geht einfach keiner auf die Mercy. Die wird komplett alleine gelassen immer, die kann immer alle schön durchhalten. Wir haben keine guten Damage-Stile, sind nicht kreativ genug, muss man leider wirklich sagen. Versuche mein Bestes zu tanken und auch ein bisschen vorne und Damage zu machen, aber ich meine, die Map ist auch schwer. Die ist meines Erachtens leichter zu verteidigen als anzugreifen, ja. Wir sind im Prinzip nur durchgekommen, weil der Gegner immer dumm war. Ja. Ah, ich kann nichts machen. Das Ding ist jetzt halt, wir dürfen jetzt halt auch nicht 1 Zentimeter weggehen. Na, wenn wir zu lange weggehen. Muss also immer einer beim Payload sein und pushen. Das war's. Ich hab mit dem Multi 3 gekillt. Das war's. Ja, aber es sind unsere Damage-Dealer schuld gewesen, dass wir das nicht gewonnen haben. Ist leider so. Deswegen erkenne ich unsere Damage-Dealer auch nicht an, weil die waren leider Gurken. Heilung hätte ich mir auch mehr gewünscht. Jede Overwatch-Map, so gut oder schlecht sie auch ist, hat Möglichkeiten zu flankieren. Nutzt man das nicht? Oh, wir haben es geschafft. Ist mal eine Gurke. Muss man ehrlich so sagen. Was haben wir denn geschafft? Ach, und Kämpfe. Ja, perfekt. Ich will eh nur die drei haben. Der Rest ist mir Bums. So, das war Overwatch für heute. War noch ein kleines bisschen Hogwarts Legacy.
20 Minuten die Aufnahmen. Sehr schön. Schnellstes Overwatch-tägliche Herausforderung ever. So, im Streamclub dabei, wer Bock hat, aber für Heroes of the Storm. Für Overwatch ist an dieser Stelle hier Schluss. Deswegen für alle, die das hier nachgeschaut haben, bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Mein Name ist Fitzfuchs. Wir sehen uns im nächsten Livestream oder Video.